Moin Leute, was geht ab und herzlich willkommen zur 13. Folge von unserer Word to Glory. Heute eine entspannte Samstagsfolge. Natürlich heute endlich mit den beiden Weekend League Spielen, nachdem es ja gestern so eine kleine Planänderung gab. Heute aber alles wie immer, ich stehe 10-0. Die nächsten beiden Spiele, also gestern der Start war super. Wir schauen uns einmal ganz kurz, allerdings war ja gestern das neue Woolbreaker Team draußen war, den neuen Content an, unter anderem auch hier eine absolute Pack to Glory Legende, Bellarabi. Ich habe schon einige Stimmen gehört aus der Community von euch, die gesagt haben, den musst du doch eigentlich machen. Ich werde wahrscheinlich widerstehen. Hat im Prinzip eine geile Karte. Ich würde sogar wahrscheinlich eher persönlich den Linken nehmen, weil ich irgendwie das Gefühl habe, schießen. Ja gut, ich meine, schießen kann halt jeder, aber weiß ich nicht. Jedenfalls, ich werde ihn nicht machen. Warum? Weil er einfach zu teuer ist und ich brauche ihn halt überhaupt nicht. Der passt halt einfach nicht ins Team. Ich werde weiterhin sparen. Mit meinen Untauschbaren und wie gesagt, der wäre halt, das ist halt einer der wenigen rechten Flügel, rechtes Mittelfeld, aber in der Bundesliga und so, ich habe zwar jetzt auch den Mukiele auf rechts, aber ansonsten, ja, passt jetzt einfach nicht so ganz, sagen wir es mal so, und deswegen, wir sind halt eine War to Glory, ihr seht's, wir haben noch 1000 Coins, wir sind immer durchgehend komplett pleite, ich kann mir nicht mehr noch eine ZOM zu ZM Karte für den Martial leisten. Ich zeige euch noch mal ganz kurz das Squad. Das ist es nicht. Das ist aber der zweite Punkt, wo ich gleich noch drauf zu sprechen komme. Gut, dass mich das Team da gerade dran erinnert hat. Das ist ja das Team, wer wirklich nichts mehr empfangen. Also mit nichts mehr meine ich keine Spieler mehr, keine Verträge mehr, keine Manager, einfach gar nichts. Ich konnte mir zumindest, weil ich jetzt gespielt habe, einen Dead Eye leisten und einen Shadow leisten für 5k oder so, weil ich halt 10 Spiele gemacht habe und habe jetzt noch 1000 Coins. Also wir sind wirklich absolut arm. Ansonsten bin ich noch dabei, wir haben sogar einen Megapack, glaube ich, das Team war auch nochmal direkt zu Beginn. Bin ich dabei, den hier gerade freizuschalten, den kann ich dann nämlich noch zusätzlich einwechseln, den werde ich dann wahrscheinlich ja, morgen oder so haben. Da brauche ich allerdings noch 9 Spiele, die 6 habe ich aber relativ fix gewonnen. Ja, da bin ich auf jeden Fall auch auf einem guten Weg, da kriegen wir sogar noch 1-2 Packs hinterher. Und die Karte sieht auf jeden Fall ziemlich nice aus, Mollet. Können wir halt dann mal mit Mbappé verlinken, wo ich ihn dann spielen werde, weiß ich noch nicht so ganz. Ist aber trotzdem, um ihn zu haben, recht gut. Akin Femba werde ich wahrscheinlich unter der Woche ganz entspannt machen und den Moise Kean hier auch. Die brauche ich jetzt aktuell beide überhaupt nicht. Und wie dann schon gerade angesprochen, bevor es reingeht ins erste Gameplay, ziehen wir noch einmal ganz kurz einen Megapack. Das haben wir, wie gesagt, aus dem Season Pass. Auch da sind wir gut unterwegs, dass wir da, ja, wen auch immer dann freischalten. Ob Bernard, Sabitzer oder, also ich glaube, es wird am wenigsten Lacazette. Das werden wir aber dann sehen. Wie gesagt, das Pack ja untauschbar. Vielleicht haben wir ja mal Glück. Wir haben schon wochenlang gefühlt kein Walkout mehr gehabt. Wochenlang. Und das bleibt auch so. Das ist aber zumindest ein Board. Und das ist ein Serbe, ein Mittelstürmer. Das ist Tadic. Ich glaube, Tadic hat sogar nur noch eine 83. Letztes Jahr, glaube ich, noch eine 84 oder 85. Bernard ist da noch. Rose, ja gut, zumindest noch ein 83er kostenlos bekommen, vielleicht noch ein Chem-Style, den wir gebrauchen können, leider nicht, gibt uns ja leider keine Coins, Tadic habe ich schon untauschbar, das heißt, den muss ich dann abstoßen. Und dann würde ich sagen, das Team habt ihr gesehen, habt ihr auch gestern schon ausreichend gesehen in der Folge, ich zeige es euch noch einmal ganz, ganz kurz, minimal in-game in einer 4-4-2. Und dann würde ich sagen, geht's jetzt rein ins 11. Spiel, auf geht's. So, erster Gegner für die heutige Folge. Hat einen Militao, Marquinhos, Atal, Rafinha. Interessante rechte Seite auf jeden Fall. Dann LV, auch Berchige oder wie man den ausspricht, Inaki und Ressource vorne. Mal so ein paar andere Spieler, auch so ein paar Metakarten, ganz klar. Aber vom Team her jetzt erstmal, muss ich mir jetzt keine große Sorge machen. Sagen wir es mal so. Jetzt muss Martial kurz kommen. Der kommt auch kurz. Vielleicht mal ein Doppelpass. Können wir ihn direkt mal unter Druck setzen. Na, wieder so ein doofer Ballverlust im Aufbau. Und da ist Alan. Und da steht es 1-0 für den Gegner. Ihr kennt das ja, ne? Erstes Spiel am Tag. Da muss ich erstmal wieder ein bisschen reinkommen. Bisher war das auf jeden Fall noch ausbaufähig, was wir hier gezeigt haben. Deswegen gar nicht so unverdient, das 0-1. Komm schon. Wir sind aber direkt wieder vorne. Und der geht leider nicht rein. Das wäre natürlich jetzt praktisch gewesen, wenn wir da direkt den Ausgleich gemacht hätten. Von Martial. Mbappé würde da gehen. Vielleicht mit einem Doppelpass. Gut, komm Mbappé jetzt an Marquinhos vorbei. Damit rechnet er nicht. Sehr gut. Da ist Mbappé frei durch mit links. Den sollte er machen. Dafür haben wir Kylian Mbappé vorne. Und dafür spielen wir FIFA 21. Dass die Leute den sogar auch mit vierstelliger Fuß sehr gut reinhauen können. Jetzt macht er hier diesen Durchlauf-Bug so ein bisschen.
Der Gegner spielt, glaube ich, Pressing nach Ballverlust oder so. Muss ich mich ein bisschen dran gewöhnen. Aber ihr seht, wenn wir den dann überspielen können, dann so richtig. Deswegen nehme ich euch direkt wieder mit in die zweite Situation. Der hat noch den Torwart bewegt. Ich wollte diesmal keine Ballrolle machen, sondern ihn einfach safe reinschießen. Ah, ein langer Ball. Und die Mitte ist ja komplett offen. Kriegt ihr noch angewählt? Hätte er da eher geflankt. Der kommt trotzdem an. Ja, moin. 2 zu 1 für ihn. Der Typ war nicht mal zweimal gefühlt vor meinem Tor. Einfach jetzt nach der Ecke ausgekontert worden. Weltklasse. Und da ist Rashford gegen Alan. Haben wieder das 2-2. Ich glaube trotzdem, dass wir vorne genug Tore schießen können. Aber hinten sollte ich jetzt vielleicht mal ein bisschen sicherer stehen. Und das fuckt einfach nur ab, was der hier macht. Weil meine Spieler kriegen keinen Fokus darauf. Macht das bitte nicht nach. Hört auf, sowas zu machen. Kommt das Ding. Souverän. Können wir direkt weiterspielen, komm. Gut. Gute Idee war das jetzt. Martial läuft mit. 3 gegen 5 oder so bei Militao. Sollte ein bisschen langsamer sein. Da ist Rashford. Jetzt haben wir halt, wie gesagt, hier ein bisschen Platz gegen Alan. Martial kommt doch nach. Der sollte eigentlich auf Martial. Unten kommt die Renate. Und da kriegen wir einen Elfmeter. Warum? Weiß ich nicht so ganz. Ich glaube, er hat da wahrscheinlich noch reingetackelt. Ist mir aber im Prinzip auch recht egal, denn wir versuchen den natürlich reinzumachen. Und das klappt auch. Markus Rashford, wir gehen zum ersten Mal in Führung. 3 zu 2. Ich sag's euch, ja, vorne haben wir genug Chancen. Wir müssen einfach hinten solide stehen und gegen sein Teampressing. Da muss ich mich halt ein bisschen dran gewöhnen. Merkt ihr ja. Auf geht's. Guter Ball. Guter Laufweg von Mbappé. Rashford muss jetzt mitziehen. Rashford, komm, lauf rein da. Ja, jetzt Rashford, jetzt. Da kriegst du doch den Ball, wie angekündigt, Markus. Und dann steht es 4-2, Gegnerdruck, Pause. Also, ja, hinten halt ein, zwei Fehler gemacht. So ehrlich muss ich sein. Haben jetzt auch wegen seinem Press, ich glaube, er hat 4-2-2 gespielt. Oder 4-3-1-2. Was sehr, sehr ähnliches. Aber vorne, ja, waren wir dann doch zu überlegen. Eigentlich genauso, wie es sich auch nach den ersten paar Minuten angefühlt hat. Deswegen war ich jetzt auch nicht so panisch, weil wir zweimal hinten lagen. 4 zu 2 jetzt doch relativ locker geworden. Suchen wir uns mal den zweiten Gegner für die heutige Folge, ne? So, zweiter Gegner für heute hat Ben Yedder, Martial, Pogba, Upamecano in Form. Mit denen haben wir lustigerweise gestern noch geredet im Stream, weil der irgendwie 250k kostet. Und wir fanden das schon einen sehr heftigen Preis. Mukiele daneben, Dembélé, ja, absolutes Metascore. Bin mal gespannt, wie der Upamecano ist. Denn der wäre, wie gesagt, für uns ja auch nochmal eine Idee, dass wir den spielen könnten in der nächsten Woche. Wenn wir denn mal wieder ein paar Coins kriegen. Dafür müssen wir jetzt hier aber erstmal gewinnen. Doppelpass, gut. Jetzt muss er da wieder mitlaufen. Rashford kann sich ein bisschen durchsetzen. Jetzt Mbappé gegen Ramos. Ramos, nicht der allerschnellste Innenverteidiger. Da haben wir zumindest die erste Chance. Ich weiß gar nicht, wen er im Tor hat. Es sieht nach Courtois aus, so riesig wie der ist. Militao kriegt den leider nicht. Schade, Mann. Ja. Die Renate kommt mit. Oh, wenn der Pass vernünftig kommt, ne? Wenn der Pass vernünftig kommt, dann spiele ich da außen 2 gegen 1. Jetzt haben wir aber den Ball direkt wieder geholt. Nach solchen Umschaltsituationen, das können die meisten dann nicht so gut verteidigen, weil es dann ein reines 1 gegen 1 ist. Das war auch wieder nur noch ein Pass vorm Tor entfernt. Weiter geht's. Wir kriegen hier ein paar Mal den Ball zurück. Komm, jetzt vorbei. Da gehen wir vorbei. Oh, wenn wir den durchgesteckt kriegen, es fehlt immer nur ein einziger Pass einfach. Die nächste Ecke spiele ich, glaube ich, mal kurz, denn das bringt nicht so viel gegen Courtois, der ist so riesig. Das ist Varane, das ist jetzt auch nicht so praktisch vorne. Aber jetzt Martial, jetzt hat er ein bisschen Platz. Komm vorbei da. Gut, im Rückraum ist Rashford, nochmal die Drehung, jetzt sollte er doch endlich mal drin sein. Und es gibt natürlich Torabstoß, obwohl Ramos da reingrätscht, man kennt es natürlich. Jetzt einfach mal durch. Komm, Mbappé. Jetzt einfach mal durch. Wieder einer. Ist halt immer nur einer, der den Fuß da noch zwischen hat. Ohne dass er das wirklich aktuell manuell verteidigt. Und jetzt kann er mich einmal auskontern. Jetzt ist Son da und jetzt steht es wahrscheinlich gleich 1-0. Haben wir ein bisschen Glück gehabt. Lauf, 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 lauf. Sissoko ist doch auch nicht so schnell. Jetzt der Fake Shot. Jetzt nach hinten. Und wieder kommt irgendjemand mit der CPU an. Also wie gesagt, das sind immer Sachen, wo er den Spieler jetzt nicht selber anwählt. So wie jetzt der Alba, der dann einfach perfekt da reinläuft. Das ist das, was mich so ein bisschen stört. Ja, und jetzt ist es, glaube ich, passiert.
Und ich werde dann halt ausgekontert, ne? Zweite Mal jetzt, aber was soll ich großartig machen? Ich bin ihn eigentlich total am Dominieren. Aber hinten kommt halt immer irgendeiner noch hin. Genug Chancen waren, finde ich, da. Sehr ekliges Spiel, sage ich ganz ehrlich. Komm, Mbappé. Jetzt aber. Jetzt aber. Schießen rein. Wo der Upamecano da immer noch herkommt, ne? Das ist zu krass. Die beiden blocken alles weg, alles. Das war ja wohl Abseits, oder? Kein Abseits. Wenn es jetzt hier 2-0 steht, dann GG. Ha! Das ist so dumm einfach. Oh mein Gott. Der Typ macht gar nichts, außer zwei Steilpässe spielen und überrennt mich dann. Das gibt's einfach nicht. Ich habe die ganze Zeit Chancen und liege hier 2-0 zurück. Wurde halt nur ausgekontert, ne? Ist jetzt nicht so, dass der Gegner jetzt krank gut ist. Ist auch nicht schlecht, aber 2-0 ist dann schon eine Hausnummer, sagen wir es mal so. Komm, auf geht's. Wir brauchen ein relativ schnelles Tor, so vor der 60. würde ich ungefähr schätzen. Das ist mal ein bisschen lucky. Das ist so dumm, ne? Ich mühe mich so ab eine Halbzeit lang, spiele richtig die geilen Kombinationen. Immer kommt irgendeine CPU oder so da noch hin. Und dann spiele ich einen Pass so richtig dumm aus der Drehung. Den mit Abstand schlechtesten Pass, den ich heute im Video gespielt habe. Es gibt einen Abpraller und ich schieße direkt ein Tor. Bullshit wird einfach immer belohnt. Das ist einfach so. Das war wieder das perfekte Beispiel. Ich schieße ein Tor und im Endeffekt rege ich mich nur darüber auf, weil das einfach Blödsinn ist, dass man dafür belohnt wird und für die anderen Sachen nicht. Aber egal, wir machen weiter. Wir haben hier keine Geschenke zu verteilen. Und Upamecano erst recht nicht. Der gewinnt da hinten jeden Zweikampf. Auf geht's, komm. Martial kommt da oben. Jetzt pace mal durch. Haben wir ihn endlich mal ausgespielt. Komm, jetzt aber. Ah, und wieder. Es wird halt im Strafraum bei dem alles abgeblockt. Es ist wieder ein Scheißtor. Aber ich sag's euch trotzdem, es ist auch irgendwie verdient. Aber ich kann gegen den nicht anders Tore schießen. Ihr seht das ja. Ich bin praktisch dauerhaft vor seinem Tor. Und wenn er mich nicht auskontern kann, kommt da gar nichts von ihm nach vorne. Aber die Tore, die ich schieße, das wissen wir alle ganz genau, sind einfach nur eklig. Da habe ich ihn mal ausgespielt. Das war mal ein gutes Tor. Aber wir haben jetzt innerhalb von 15 Minuten das Spiel gedreht. Das ist schon mal sehr gut. Aber das war das einzige Tor. Da hat er gedacht, ich ziehe in die Mitte. Ich bin weitergegangen mit Mbappé und habe ihn dann reingeschossen. Trotzdem. Rashford würde gehen. Wir nehmen erstmal Kanté mit. Jetzt Rashford. Jetzt. Gut. Nochmal zurück. Sehr gut. Und jetzt wieder auf... Ah, der läuft das gut zu. Läuft er gut zu. Jetzt aber Mbappé in die lange Ecke. Let's go. Jetzt haben wir auch einfach ein bisschen mehr Platz, weil er ein bisschen aufmachen muss halt. Nach dem 1-0, 2-0 war es da sehr schwer. Dann kommen wir zu unseren Chancen und die nutzen wir jetzt auch viel besser als in der ersten Hälfte noch. Alaba kommt mit. Kanté kommt mit. Wir können das ruhig ausspielen hier mit Promes. Ja, ich wollte eigentlich den nicht so spielen. Und da sage ich auch wieder, der Pass, der darf nicht ankommen. Also, ich weiß nicht, das ist so ein Spiel, sage ich euch ganz ehrlich, auch wenn ich 5-2 gewinne, da bin ich nicht mit zufrieden. Gegner hätte auch noch ein, zwei Tore machen können. Hat natürlich viel gekontert. Ich hätte auch in der ersten Halbzeit noch mehr Tore machen können. Aber wie dann die Tore im Endeffekt fallen, gerade auch bei mir, sehr, sehr komisch. Und das, was halt nicht belohnt wird, wenn man gut spielt. So, und das war dann auch der Endstand. Also 2-0 zur Halbzeit, 5-2 am Ende. Ich habe jetzt, glaube ich, genug über das Spiel insgesamt gesagt. Aber, weiß nicht, 4 Tore Mbappé, der hat das auf jeden Fall da durchgecarried. Upamecano hat nur einen Zweikampf gewonnen, ne? Das ist die Größe, du. Ich meine, wir haben 10 Schüsse, Gegner hat 6. Aber wie gesagt, ne, das hätte auch anders ausgehen können mit einem bisschen Pech. Ich schaue mir noch einmal hier seinen Upamecano an. Der hat gefühlt nämlich 18 Millionen. Ja, 7-mal hat er den Ball gewonnen, Ramos 5-mal. Die haben mir so oft den Ball abgenommen, die beiden, auch wenn Zweikämpfe da irgendwie nicht so richtig standen. Ist egal, wir stehen 12-0. Das ist im Prinzip das Wichtige. Du musst solche Spiele halt irgendwie gewinnen. Das haben wir dann doch noch auch relativ souverän. Ich meine, 5-2 mit deutlich mehr Schüssen, mit deutlich mehr Ballbesitz, deutlich mehr Spielanteilen. Das muss man jetzt auch nicht schlechter reden, als es ist. Trotzdem komische Tore insgesamt. Das war es auf jeden Fall heute mit der Folge. Morgen geht es natürlich weiter, auch heute im Stream. Da müssen wir noch einige Spiele machen. Weekend League wurde ja ausnahmsweise mal nicht verlängert. Und dann mal schauen, wohin die Reise geht. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da und ein kostenloses Abo, wenn ihr die nächsten Folgen nicht verpassen wollt. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Macht's gut, Leute. Haut rein und ciao.